herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von ARK. Heute wollen wir mal schauen, dass wir einen Demetrodon fangen. Dafür bin ich hier auf Valguero gerade im Sumpfgebiet hier vorne und möchte mal hier draußen mit meinem Rhythm Spy Class schauen, wo hier einer rumrennt. Ich habe nämlich vorhin mal einen gesehen, als ich hier vorbeigelaufen bin, mit meinem Tylacoleo unterwegs. Ich weiß, im Sumpf und Tylacoleo. Ja, guck mal, da vorne ist er. So, ist nämlich nur ein kleiner. Oh, da schon die Viecher hier weg. So, eine schöne Höhle hier rein haben wir nämlich hier. Da kann nämlich auch nichts höher fliegen, wenn das hier nämlich an der Wand hängt. So, wie ihr seht. Jo, läuft einwandfrei. Also mein Tüller ist auch immer voller. Mal ein bisschen Schaden dem geben, weil er ist nämlich schon ziemlich schnell. Das reicht schon so. So, im Sumpf sind wir hier. Gucken wir mal noch. Ein Fisch. Wunderbar. Also, was machen wir hier? Mehr betäubenden spaßigen Vogel. Oben ist ja so die Schlange noch gleichzeitig ein bisschen sauer auf mich geworden. Also normalerweise würde man den Tame-Gehege nehmen, aber in dem Fall mache ich den Demetro dann einfach so. Weil ihr seht, ist eigentlich ziemlich einfach, so langsam wie der läuft. Ist der schon... Oh, perfekt und lieg. Ja, einwandfrei, Leute, habt ihr es gesehen. Die Metro dann war ziemlich einfach. Die Schlange da hinten irgendwie, ja. So, was braucht ihr die Metro dann? Regular Kippel oder rohes Hammelfleisch? Wir haben beides am Stark, aber Regular Kippel geben wir hier, machen wir 5 Stück rein. Müsste eigentlich ziemlich schnell gehen, ist ein Level 52er. Ihr könnt euch auf Dododex das anschauen, was ihr braucht. Sage ich in jedem Video gerne wieder, was das System angeht. Ganz einfach aufs Handy darauf machen. Dabei schaut euch oder gebt eure Daten ein, was ihr genau braucht, wie das genau eingestellt wird. Macht ihr das fertig, die Tame-Rate, was ihr so braucht. Und dann braucht ihr nur noch schauen, wie viele Pfeile brauche ich, wie viel oder wie viel Darts natürlich. Könnt ihr sowohl als auch nehmen. Was brauche ich an Futter für so ein Tier? Welches Level hat das Tier? Das müsst ihr natürlich auch eingeben. Ja, das zeigt eigentlich alles an, was ihr so braucht. Da müsst ihr nur noch wissen, ist es jetzt ein Passiv-Tame oder ein aktiver Tame. Also das heißt, ihr müsst zuerst K.O. machen, durch hier betäuben. Und dann habt ihr das eigentlich ziemlich einfach für euch da. So, ich warte jetzt noch, bis der kleine Scheiße hier wieder aufwacht und mir gehört. Und hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein kleines Abo dalassen würdet. Weil es kostet ja nichts. Und vielleicht lasst ihr mir auch noch gleich ein Like mit da, wenn es euch wirklich gut gefallen hat, das Video. Und schaut auch mal vielleicht bei meinen anderen Videos rein. Würde mich sehr freuen. Ich danke euch und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.